Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake mit eurem duften Typ. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem, ja, mit einem duften Typ mit ziemlichen Kopfschmerzen. Also, tut mir leid. Ja, willkommen auch an die Leute wieder mal im Stream, die sich gerne mal zwischenschalten dürfen. Wir sind immer noch an dieser wunderschönen Brücke, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, und feiern es massiv. Denn hier sind überall Gegner und habt da nicht gesehen. Und Kisten und Spaß. So. Netterweise. Ach, fuck, was mach ich hier? Das wollte ich gar nicht. Nein! So. Habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Plan, hoffe ich. Mein Einsatz ist hier und weiter. Okay, ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen massiv im im Horizon Zero Dawn Fieber. Ah, man kann doch das Spiel bestschalten, indem ich einfach die... Okay. Ich bin ein bisschen im Horizon Zero Dawn Dings unterwegs, gerade so ein bisschen im Modus. Deswegen versuche ich mit Dreieck irgendwie ständig meine irgendeine andere Attacke zu machen, die es in diesem Spiel aber gar nicht gibt. Deswegen entschuldigt meine Fehlgriffe an dieser Stelle. Aber ich versuche hier... Mein Gott, ist das hier dunkel? Gibt's hier irgendwie was? Gibt's hier eine Kiste oder so? Ja, haha. Na klar, in dunklen Ecken gibt es Kisten. Wie soll es anders sein? Und ich versuche mich noch ein bisschen in das Kampfsystem reinzufuchsen. Weil es doch ein bisschen knifflig ist. Also es ist massiv actionreich, das finde ich cool. Oh. Die Ratte sitzt fest. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Niemals. Den ersten haben wir. Und, oh, da ist ja einer mit Rüstung. Den müssen wir von hinten angreifen. Das finde ich cool, dass man die Leute echt darauf achten muss, wo man wie gerade unterwegs ist. Ich mache mal die andere Stellung. Ah, mit der bin ich langsamer. Ist mal gut zu wissen. Panic Roll ist immer gut. Jeder macht Panic Roll. So. Na. Los! Kleine Schocktherapie! Ja. Zu nachlässig! Jetzt zeig ich's! Schüsse kommen, Schläge kommen. Und es kommen andere Dinge. Du hast keine Chance! Au! Okay, ich muss hier das Rollen nochmal ein bisschen besser timen. Denn tatsächlich ist es hier... Ah, den einen habe ich schon besiegt. Das ist ja gut. Erstmal anvisiert. Und... Lass mich überlegen. Einmal auf Allround. Und das ist voll zu langsam gewesen. Bereit. Nochmal die Around-Nummer. Au! Los geht's. Ich will immer Dreieck drücken, weil Dreieck bei Horizon ein starker Angriff war. So. Jetzt reicht's. Kommandos. Oh, ich könnte einen Limit Break einsetzen. Machen wir doch mal. Einmal den Kreuzschlag. Und ich glaube, das reicht. Sektor 8, Chor 2. Wir haben den Mann. Festnahme folgt. Hey, wo ist das? Ja.
armer Cloud. Wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Ja. Oh. Hm? Moment. Oh. Na, da bist du ja endlich. Hä? Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die hier eine Kiste hinzugefügt haben. Aber okay. Gucken wir uns doch mal hier im Abteil an, Alles so düster hier. Angeblich soll Wutai darin verwickelt sein. Wutai? Als ob. Ich dachte, jetzt wäre es vorbei. Ey, einmal hier durchquetschen. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz grün mit dem Kampfsystem. Also ich mag es actionreich, definitiv, so ist es nicht. Wir brauchen diese Makro-Reaktoren nicht. Aber irgendwie... Keine Wachen in Sicht. Ah, hier ist eine Tür. Ich wäre jetzt echt gerne allein. Okay, ich lasse dich allein. Ich war schon ewig nicht mehr in den Slums. Hier ist ja richtig was los. Lasst mich mal durch. Darf ich dich mal was fragen? Ich möchte mal ganz gerne mit Jesse reden. Hallo Jesse. Das ist alles nur ein Traum, oder? Ich fühle mich hundeelend. Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Ohne aber Strom sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Das Chaos wird sich auch auf Sektor 7 auswirken. Diese unsichtbaren Shinra Wesen erwähnt, schon irgendwie wahr? Rechten. Ja? Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Sehr gern, aber eigentlich solltest du was anderes machen. Oh, was haben wir denn da? Ja. Fernsehen! Ich bleibe hier. Fernsehen. Oh, achso. Reaktorexplosion. Ja, gut, kennen wir schon. Wir hatten sowas wie eine Pole Position an der Stelle. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stuss. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst. Der deckt mal aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht.
Egal, was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Sehr lustige Aktion. Ich meine, wie unauffällig ist das? So, Avalanche, wie hießen die gleich? Diese Terroristengruppe? Die sind gar nicht so scheiße. Ich meine, man kann sich ja wohl nicht schlechter durch die Gegend reiben, also böser machen, als man eigentlich ist. Und was ich auch noch lustig finde an der ganzen Geschichte ist, guckt euch mal seinen rechten Arm an. Ich meine, klar haben die Angst, wenn da jemand mit einem fetten MG durch die Gegend fuchtelt. Egal, komm Barrett, erzähl mir was. Erzähl mir was Schönes. Ey. Erzähl mir was Schönes, habe ich gesagt. Nicht aus dem Weg gehen. Ey. Das ist eindeutig zu eng hier. Ich würde ganz gerne mit dir reden. Geht doch. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Na gut. Er mag nicht. Dann gehen wir jetzt zu Jesse. Jesse hat mehr Plan von dem Ganzen. Hey, hast du was für mich? Nicht schlafen. Na gut. Er bleibt einfach. Oh. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Mako-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorher bestimmt. Das war aber nicht der richtige Satz, den er an der Stelle liefert. Das finde ich jetzt schade. Eigentlich sagt er, es gibt... Es ist wie bei... Wie war das? Unser Leben ist wie bei diesem Zug. Er kann nur in eine Richtung fahren oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es auch Weichen. So. Schlimmes passiert. Na endlich. Hey! Hier! Willkommen hier zurück! Sind wir. Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Seid ihr nicht na, mein Spatzi? Ich hab dich vermisst! Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Oh. Ja. Wir haben...
hab's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Tönt ihr nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Ach ja, Tifa, da war ja noch was. wir schauen einfach mal, ob man hier schon so ein bisschen vorlaufen kann, weil hier auf der Seite hier drüben ist eigentlich der, der Zugfriedhof. Ich frage mich, was wir hier überhaupt machen. Nachts würde sich doch eh niemand auf den Eisenbahnfriedhof trauen. Hat sich rumgesprochen, dass es hier spuken soll. Sowas zieht alle möglichen Spinner an. Früher war es ziemlich cool, man konnte dort einfach auf den Eisenbahnfriedhof drauf und man konnte dann einfach, ja, sich ein bisschen aufleveln. Das hätte ich ganz gerne getan an der Stelle, aber das Spiel lässt mich nicht. Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Okay. Informationen zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen früh bekannt gegeben. Okay. Wir entschuldigen uns für die Umstände. Tut ihr gar nicht, ihr seid Shinra, ihr entschuldigt euch für gar nichts. Geh mal weg, aus dem Weg. Ich finde das schön, guck mal, wie die guckt. Ey. Kann ich dich auch anrempeln? Nee. Was macht der da? Gibt es hier... Ja, aber mit wem? Gibt es hier irgendwo so einen Ramen-Shop oder so? Den gab es bei Final Fantasy 15. Den fand ich lustig, ziemlich lustig. Mars Softdrink. Was haben wir denn hier? Ui. Okay. Gehen wir mal einfach weiter. Oh yeah, diese Slums sehen eindeutig aus wie Slums. Shinra meint, dass eine Gruppe namens... Die auf der Platte hat das nur in der ganzen Stadt... Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ah, wunderbar. Nebenbei wundert es mich, dass die sagen 300 Meter. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Midgar 50 Meter über dem Erdboden. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Okay, was machen diese Dementoren hier und wo ist Harry Potter, wenn man ihn mal braucht? Der hat doch hier Patronum. Patronum war das doch, oder? Patronum? Damit könnte man doch irgendwas reißen. Aber nee. Dafür haben wir hier einfach nur Halluzination. Auch was Schönes. Wer mag das nicht? So, was haben die Leute denn hier zu tun? Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl! Okay, hab's verstanden. Ihr mögt mich nicht, ich mag euch nicht. Auch ihr werdet irgendwann mal durch mein Schwert sterben. Super, die Slums in Sektor 7. Home sweet home. Schrecklich. Zum Glück hatte ich heute frei. Oh nein, bin ich jetzt etwa arbeitslos? Oh nein, Arbeitslose. Ich sag mal, was erwartet man in Slums? Also das ist schon krass. Was ich mich immer gefragt habe, schon damals bei Final Fantasy 7 als auch jetzt. Dieser Typ,
Nur diese Leute im Anzug, die arbeiten bei Shinra und leben trotzdem in den Slums. Alter, wie wenig bezahlen die denn bitte? Dass die einfach hier bleiben müssen. Und warum sitzt da Tifa und Marlene? Ich bin hier weg. Die gucken schon wieder so, als irgendwie, als wollen die irgendwas von mir. Ich will da nicht hin. Hallo. Na gut. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Oh. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Oh yeah, ich muss dir echt sagen. Jetzt ist Schlafenszeit. Das. Tifa sieht gut aus. So minimal. Wegen der Belohnung sprichst du am besten mit Tifa. Die kümmert sich um das Finanzielle. Okay. Tifa, was geht ab? Ich brauch noch ein bisschen. Spiel doch in der Zeit mit Marlene. Was, ich? Wer sonst? Was habe ich mit Marlene zu tun? Na? Du trägst Kerl! Bist du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lenchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute... Klar können wir das. Ich folge dieser Person. Hey, ist ganz schön schön hier. Damals. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke, das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Ich bin verwirrt. Also es sind viele neue Dialoge. Seid ihr eigentlich aber das passt gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Ja, das hatte auch so seine Gründe. Deswegen, na, wie gesagt, diese Szene, die wir am Anfang mit Tifa hatten, die passt nicht so ganz. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. So, meine neue Bude. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im 1. Stock. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Okay, kommst du auch mit auf mein Zimmer?
Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Okay, alles klar. Zu der Frage, dass... Nein, zu der... Ich weiß nicht, ob ich das... Ob die Final Fantasy 8 und 9 auch nochmal remastern sollen. Oder remaken, besser gesagt. Also, bei 7... Du hast die Dementoren gesehen. Ich weiß nicht so ganz, was ich von den Dementoren halten soll. Aber das passt schon. Wir haben uns ja darauf eingelassen, dass dieses Spiel vermutlich nicht so akkurat umgesetzt wird, wie es sich jeder erhofft hat. Was ich aber in erster Linie gar nicht so schlimm finde. Das kann man ruhig machen. Es soll ja ein Spiel sein. Und auch das episodenweise finde ich gar nicht so dramatisch, solange sie halt eben guten Content liefern. Und das, was ich bisher gesehen habe, bis darauf, dass es massiv dunkel war, ist eigentlich ziemlich gut. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gildi abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein, passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Das kommt von nebenan. Alles gut, ist nur Corona. Oder, keine Ahnung, irgendjemand hat da ziemlich... Ich glaube, es ist der Fernseher. Habe ich nicht irgendwo eine Kiste oder so? Kann ich nicht irgendwie Sachen abliefern? Nein, okay. Dann gucken wir doch mal, was mein neu eingezogener Nachbar da so macht. Wobei sich das eher anhört, als ob er ganz, ganz komische... Ja, ich glaube, ich hab... Pass auf. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Hey, alles okay? Ich komm rein. Oder auch nicht. Konnte sie mir vorher nicht sagen.
So. Okay. Habt ihr das gesehen? Wow. So hell hier in den Slums? Aber hey, es ist hell. Ich finde das herrlich. Das wirkt ja schon fast als... Als könnte ich endlich mal was vom Spiel sehen. So, ich dachte mir schon, dass hier oben wieder eine Kiste ist. Mit einer Phönixfeder. Damit können wir wieder Tote zum Leben erwecken. Oh, hier drüben ist eine Leiter. Die würde ich mir auch ganz gerne mal angucken. Gehen wir nochmal kurz zum Marco rein. Ne, die Tür ist zu. Schade. Vermutlich müssen wir jetzt zum siebten Himmel oder müssen... Ach, da ist die Vermieterin. Hallo, du bist dann wohl Cloud, hab ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn's um Tiefer geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tiefer ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Sehr schön. Tiefer ist schon los. Wir... Da hinten war aber nach wie vor eine Leiter. Und diese Leiter... Die will ich mir angucken. Ich will diese Leiter haben. Aber nee, die ist nur Deko. Wenn ich mir angucke, wie die Minimap das anzeigt. Das würde ja einige Sachen viel zu einfach machen. Aber okay. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wir haben Dreck, Leute, Cloud, Frau mit dem Vogelnest auf dem Kopf. Gehen wir erstmal zum siebten Himmel, weil Tiefer möchte ja eh mit uns noch spazieren gehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann passt das sehr gut. Ich gehe mal hier rein. Das riecht mir hier schon wieder nach Kiste. Nee, hier ist keiner. Hier ist irgendwo ein kleiner Eingang. Hier müsste irgendwo ein Eingang sein. Oder ist es dort oben... Ah, ich glaube, ich weiß, welches Haus das ist. Das ist der... Kann ich hier überhaupt rein? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Ich hätte gesagt, das wäre der Typ, der einem eigentlich alles erklärt. So Kampfsystem und hat man nicht gesehen alles. Aber okay, man kommt da doch hin. Ich wusste doch, irgendwas passt hier. Das finde ich nämlich... Ich will hier ein bisschen rumgucken. Ich meine, so ausführlich und groß gab es diese Slums noch nie. Und... Dementsprechend bin ich so ein bisschen auf Erkundungstour hier. Aha. Da ist wieder so eine Leiter. Und ich kann da nicht hoch. Ich kann da nicht hochspringen. Oder dergleichen. Na gut. Ist das hier auch eine Kiste? Ha, das ist eine Kiste. Und ich bekomme drei Handgranaten. Handgranaten brauche ich. Und zwar nicht zu knapp. Für einen ganz bestimmten Bereich in diesem Spiel. Um nämlich Wände aufzusprengen. In der Pietengasse kriegt man Sachen, die man in den normalen Läden nicht kaufen kann. So. Weil ich, wie gesagt, ich will hier nicht den direkten Weg gehen. Hä? Schallplatten sammeln? Wenn du unterwegs bist, hörst du manchmal Musik, die in Läden oder Stadtbewohnern gespielt wird. In der Nähe der Signalquelle wird ein Musiksymbol angezeigt. Von Läden... oder Verkaufsautomaten in der Nähe kannst du dann Schallplatten erwerben, die sich in Jukeboxen abspielen lassen. Halte danach Ausschau. Okay. Letztens im Honigtöpfchen am Ballmann ein so krass heißes Bienchen angelacht. Die Süße hat mich schon so viele Geld gekostet, du machst dir ja keine Vorstellung. Boah, ich dachte gerade, was ist das für ein hässlicher Sound, bis ich merke, dass das ein ziemliches Gejammer von dem Chocobo-Song ist. Das ist hier definitiv der falsche Weg. Gehen wir jetzt endlich mal zurück. Gehen wir zum siebten Himmel, da wo Tiefer auf uns wartet. Ach, wir sind schon da. Das war ja einfach. Ernsthaft? Ich komme hier nicht durch. Gibt es hier einen Hintereingang? Naja, wenigstens etwas.
Nee, gibt's nicht. Ah, aber eine Kiste gibt's. Hier sind ziemlich viele Kisten versteckt. Die sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das gibt's nicht. Das ist echt eine Sackgasse. Cloud, du schaffst es nicht, hier durchzugehen? Ist das dein Ernst? Das heißt, wir müssen jetzt den gesamten Weg hier einmal zurücklaufen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut, sprinten wir mal ein bisschen. Wenigstens war das Sprinten sehr intuitiv. Und jetzt sind wir endlich da. Oi, Katze! Wie war das mit dem Frühstück? okay, bevor wir hier reingehen, mache ich nochmal eine ganz kleine Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hole mir nochmal schnell einen Kaffee und dann geht's weiter mit diesem wundervollen Spiel. Bis gleich!